waren dieses Jahr sehr pünktlich. Also bei uns startet es in der Regel immer am 10. Januar, aber erst vereinzelt mit ein paar Geburten. Dieses Jahr waren sie sehr fleißig und haben wirklich den Großteil der Geburten schon in der ersten Woche hinter sich gebracht, sage ich mal. Da haben schon über 80 Ziegen gelammt. Jetzt sind wir bei 111 Tieren, die wir gerade melken. Mhm. Meistens haben sie Zwillinge oder Drillinge. Das heißt, hier springen jetzt gut 200 Zicklein durch den Stall und draußen im Auslauf rum. Ich bin im Moment sehr froh, nicht in der Großstadt zu wohnen. Wir haben hier die Weite, die Tiere, wir können immer rausgehen. Wir sind ja auch ein paar Mitarbeiter auf dem Hof. Das heißt, wir vereinsamen hier auch nicht. Genau, und jetzt kommen ja hoffentlich auch wieder die Gäste zum Käse kaufen. Gehandhabt, dass die Leute nur einzeln den Laden betreten dürfen, also als Familie und mit Maske. Aber ansonsten bleibt eigentlich alles beim Alten. Nur die Hofführungen können halt gerade auch nicht stattfinden, weil Gruppenveranstaltungen nicht möglich sind. Man kann hier aber gerne spazieren gehen und draußen die Ziegen in der Sonne beobachten.